Wir befinden uns hier heute im 11. Bezirk im Bereich des Gasometers, ein Bereich, der sich immer mehr auch zu einem Treffpunkt für Jugendbanden entwickelt. Und da haben wir uns genauer angeschaut, eine Garage bzw. ein Wohnhaus, wo genau so eine Problematik auch passiert ist. Und da bekomme ich gleich ein bisschen eine Insight, wie das Ganze so abläuft. Wir haben da vorne, gibt es einen Eingang, einen von drei Eingängen, wo man zu den Lifts kommt, um zu den Wohnungen zu gelangen. Und es schaut heute nicht so schlimm aus. Ja. Es schaut relativ sauber aus, muss ich sagen. Ja. Wie schaut es normalerweise aus? Also es gibt die Urinieren herein und Fäkalien und also wirklich, es ist nicht nur darauf ausgelegt, dass die da Drogen konsumieren, die machen absichtlich einen Radau da, ja, die machen sich einen Spaß draus. Und hier geht es zum Notausgang. Hier wäre der Lift. Für den Lift braucht man einen Schlüssel. Du brauchst einen Wohnungsschlüssel, dann kann man den Lift rufen. Da kommen die nicht rein. Ja? Aber hier kommt jeder durch. Jetzt hatte ich bei der Hausverwaltung vorgeschlagen, dass die elektronische Türsicherungen machen. Wurde mir auch zugesagt. Was haben sie gemacht? Sie haben so Glasicht-Plastikdosen drauf, die nicht einmal zwei Stunden waren die oben. Die haben sie einfach runtergerissen, sind an den Boden gelegen, wurden nie wieder installiert. Ja? So, und wenn man da schaut, jetzt schauen Sie, das sollte nicht sein. Warum ist das so? Weil die Türfalle blockiert ist. Das heißt, die kommen da herein und dann tun sie da was reinstecken, dass die Türen ja, nicht mehr... Ja, die kommen da her und dann stecken sie da was rein. Wenn da jetzt etwas zufällt, dann kommen die nicht mehr hinein. Wenn man da reinkommt oder so, habe die Kamera schon vorher eingeschalten gehabt, sitzen die da. Ja, wenn die dann sehen, es kommt jemand, im Normalfall stehen sie auf und gehen dann nach oben raus. Das habe ich den Polizisten gesagt, schickt es an unten, an oben, die kommen euch entgegen. Nein, das ist zu gefährlich, wenn wir uns trennen, wir sind Partner und wir bleiben immer zusammen. Sie kommen auch mit Blaulicht, damit jeder weiß, dass sie da sind. Ja. Ja. Letztes Mal hatte ich ein nettes Erlebnis, kommen mir fünf Jugendliche entgegen, ne? Und die schauen mir und ich schaue der und er sagt, ist das ein Problem? Ich sage, nein, ich habe kein Problem. Ne? Ich sage, komm, er hat mich umarmt. Ja. Okay. Ja, das hat es auch gegessen, das erste Mal. Ja. Ja, aber du weißt ja nicht, was er noch in der Hand hat, wenn er dir umarmt. Ne? Aber das hat mich überrascht, ne? Muss ich sagen. Ja? Es sind einmal, ich will jetzt nicht ausreden, der feindlich klingen, aber es sind einmal Migranten. Wobei das Migranten oft sind der zweiten Generation. Hervorragendes Deutsch, also es ist, sagen kann ich, die frisch einer kommen sein. Ein wirklich gutes Deutsch, ja. Bis zu gebrochen natürlich, aber die sind auch dabei. Und das sind so Migrantengruppen, die im Alter von ja, 16 bis 30. Sie haben ja selber auch ein Erlebnis gehabt mit dieser Cola-Dose, wie ja, das genau abgelaufen ist. Genau. Das war eigentlich ein Cola-Becher, ein halber Liter oder so Cola-Becher. Wie ich mit in den Liftraum gekommen bin, habe ich laute Stimmen gehört im Notausgangbereich. Ne? Habe meine Videokamera eingeschalten, bin den Stimmen nachgegangen. Wie ich die Tür hier oben aufmache, es sind vier Leute gestanden. Zwei davon sind davon gelaufen, zwei haben sich gestellt. Der eine hat mich, kann man sagen, bedroht. Ja. Nach einem kurzen Wortwechsel habe ich mich umgedreht und wie ich mich umdrehe und hineingehen möchte in den Gasometer, ist mir so ein großer Cola-Becher hinaufgeschossen worden. Ich habe da Videoaufnahmen sowohl von den vier Leuten, wie das Cola drauf habe. Die Polizei war nicht interessiert, auch nur die Videos anzuschauen. Ich habe einen Notruf dann gerufen, die sind gekommen, die sind mit dem Blaulicht da, sind sie da vorne hergefahren, hat auch relativ lange gedauert. Und da waren zwei Beamte, der eine war eigentlich in Ordnung, muss ich sagen, und der zweite war nicht in Ordnung. Ja. Was war da die konkrete Reaktion von den Beamten, wie die da angekommen sind? Naja, die Reaktion war einmal, was ist passiert. Gut, das habe ich ihnen erzählt, habe ich gesagt, vielleicht können wir schauen, ob die irgendwo da bei McDonald's sind oder was. Nein, aber nicht bereit, mit mir schauen zu gehen. Ja, ich wollte Anzeige erstatten, weil meine Kleidung war versaut. Die haben gesagt, nein, das machen sie nicht. Ich habe gesagt, dann hätte ich zumindest gerne eine Incident-Nummer, irgendetwas, wo man belegen kann, dass das passiert ist. Ja? Nein, das geben sie mir auch nicht, aber es gibt einen Journaleintrag, angeblich.
Und die haben mir den Namen der Polizistin gegeben, die für die Straßenkriminelle zuständig ist. Mit der habe ich dann einen Termin ausgemacht. Das hat ein paar Wochen gedauert. Und bei dem Termin habe ich ihr das Video gezeigt und gesagt, bitte schauen Sie jetzt im Journal nach. Da haben Sie Datum und Uhrzeit, ja, ob Sie diesen Eintrag finden, der mir zugesagt worden ist. Es gibt keinen Eintrag. Also das ist eine Lüge der Polizei, dass da Aufzeichnungen gibt. Ja, und Dinge, die nicht aufgezeichnet werden, sind nie passiert. Was würden Sie sagen, müsste gemacht werden, um die Situation zu verbessern? Wo scheitert es da? Es scheitert im Prinzip an zwei Dingen. Ja. Das eine ist die Hausverwaltung, meiner Meinung nach, die zwar im besten Fall versprechen, aber nicht handeln. Und das zweite sind auch die Eigentümer, ja, weil die Eigentümer sagen, ja, solange das in der Garage unten ist, wir haben eh kein Auto, solange die nicht ins Stiegenhaus kommen, es ist eh alles so teuer, wenn wir jetzt 30 Euro im Monat mehr zahlen müssen, damit wir Security haben, naja, nein, das brauchen wir ja nicht und so weiter. Also daran scheitert es auch, dass die Leute nicht bereit sind, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, nicht weiterdenken, weil die Liegenschaft wird ja nicht mehr wert. Das sind alles Eigentumswohnungen da. Die werden ja nicht mehr wert, wenn sie das Gesindel da herumtreibt. Ja? Aber offensichtlich sind die so knapp bei Kasse, oder glauben es zumindest, dass sie da nicht nichts in die Hand nehmen wollen. Ne? Wie lange ist das schon so, dass diese Zustände da herrschen? Das ist jetzt seit gut einem Jahr. Und vorher waren null. Hat null Probleme gegeben, weder in der Garage noch sonst wo. Können Sie sich das irgendwie erklären, warum jetzt genau ein Jahr oder diese Marke da herrscht? Gefühlt vielleicht da, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich zeitlich zusammenpasst, aber der Praterstern wurde ja eliminiert als Treffpunkt für diese Leute und die haben natürlich jetzt geschaut, dass sie irgendwo anders sich niederlassen. Und da wir ja auch bei einer U-Bahn sind und auch einen McDonalds haben, ja, und eben aufgrund der Gegebenheiten bei der Garage es schöne Schlupfwinkel gibt, ja, vermute ich, dass ein Teil dieser Leute hier ist. Es mag auch zusammenhängen mit, naja, ich würde nicht unbedingt sagen, mit mehr Migration, weil eben viele dieser Leute wirklich gut Deutsch sprechen, zwar Migrationshintergrund haben, aber nicht jetzt der frische Migranten sind. Jetzt haben wir eigentlich gesehen in den Videos, sie sind ja da eh relativ angstbefreit und gehen da auch auf die zu. Aber sonst so merken Sie, dass im Haus die Leute da schon irgendwie ein bisschen Angst und Bange haben, wenn man nach Hause kommt? In jedem Fall. Ich meine, wie gesagt, ich habe 110 Kilo, meine Frau wiegt 50 Kilo. Ja. Ihr Erscheinungsbild ist ein anderes wie meines, wobei gegen 5 Leute kann ich mir wahrscheinlich auch nicht wehren, muss ich sagen. Ja. Aber trotzdem, es ist aufgrund meiner Statur, kann ich mir vielleicht mehr helfen wie der Durchschnittsbürger. Ja. Aber wohl fühle ich mich auch nicht dabei.